Spiel? Hallo, Spiel! Was macht Spiel? Spiel hat eigenen Kopf? Okay, wir haben den Krähenschlüssel und wir haben im Haus noch eine Krähentür. Ich will diesmal besonders schlau sein. Was ist denn los, Spiel? Spiel muss nachladen, glaube ich. Spiel rechnet nicht damit, dass ich sofort rausgehe. Oder renne. Hallo, Spiel. Spiel. So, ich speichere erstmal da drin. Achso, einfach nur Licht, okay. An irgendeinem Punkt denkt man immer, alles hat irgendwas zu bedeuten. Psychopharmaka, packe ich mal ganz kurz hier rein. Skorpionschlüssel packe ich vielleicht auch erstmal rein, oder? Krähenschlüssel, dann packe ich. Habe ich Skorpionschlüssel schon? Habe ich den schon? Habe ich den Skorpionschlüssel schon? Habe ich schon. So. Zwei Münzen haben wir jetzt wieder, das ist nicht besonders viel. 200 davon, das ist ein bisschen mehr, das ist ganz gut. Krähenschlüssel und wir haben dieses komische Schraubventil. Ich weiß nicht, wie oft wir das brauchen werden. Was müssen wir jetzt überhaupt noch machen? Okay, neue Speicherdaten. Ach ja, wir müssen zur Mutti nach oben. Ich weiß nicht genau, ob wir das... Quietsch, quietsch. Ob wir das Ding noch brauchen, das kann ich nicht sagen. Aber wir müssen zur Mutter nach oben. Videokassette haben wir auch noch keine. Keine neue zumindest. Wir könnten mit Mia jetzt nochmal da rumlaufen, aber nun ja. Wir gehen mal kurz einen Abstecher machen. Und ich hoffe, der Vater ist immer noch so tot, wie er aussah vorhin. So. Hallo. Nachladen. Das da unten ist nix, nein. So. Das müsste dann hier gewesen sein. Das war in Mias Raum. Also ich glaube, dass es in Mias Raum war. Ich weiß es nicht genau. Hallo. So, hier. Krähenschlüssel. Ist da unten? Ist nichts? Nein. Granatwerfer. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar, aber wir haben einen fucking Granatwerfer. Lalalala. Schießpulver haben wir auch. Sie haben nicht genug Platz. Flammengranaten. Ach du Heilige. Flintenmunition. Ah, wie gut, dass wir hier hingegangen sind. Festbrennstoff. Mal wieder. Wir müssen leider Sachen ablegen. Ich weiß nicht genau, den Granatwerfer sollten wir mitnehmen, oder? Den Flammenwerfer aber auch. Was lassen wir denn dann, was lassen wir denn dann zurück? Die Schrotflinte? Ich will nichts zurücklegen. Okay, ich gehe mal ganz kurz eben nochmal schnell, kaken. Nein, wir gehen nochmal ganz kurz eben schnell. Hier war nichts mehr? Nein. Will hier immer, es sieht immer aus, als wäre hier noch irgendwas oder wir hätten da irgendwas vergessen. Weil der Raum ist einfach nur ekelhaft. So, ich geh nochmal ganz kurz in diesen Safe Room hier. Und ich schau mal, was wir noch ablegen können. Ich will auf jeden Fall die Sachen da noch rausholen. Wir müssen die Sachen noch ins Inventar packen. Ich weiß noch nicht genau wie. Die Kurbel brauchen wir vielleicht erstmal nicht mehr. Eventuell. Ich weiß es nicht. Den Dietrich können wir immer mal brauchen. Das hier können wir hier sammeln. Da haben wir schon ein Häufchen von 3. Granatwerfer mitnehmen ist eine gute Idee. Messer. Aua. Messer brauchen wir bei den Insekten. Bei diesen komischen großen Fliegen, oder? Ich weiß es nicht. Wir könnten hier zwei Plätze wieder freiräumen. Medizin brauchen wir, Shotgun-Shells, die normale hier, Verstandespistolen, das brauchen wir eigentlich auch. Das würde ich auch noch gerne behalten, den brauchen wir sowieso. Vielleicht legen wir den Dietrich erstmal ab, aber wir kommen jetzt bei Mutti in die Höhle. Defekte Pistole haben wir auch noch, die wir wieder intakt kriegen könnten, irgendwie. Krähenschlüssel brauchen wir unbedingt. Die Flinte... Hallo? Der Flammenwerfer.
Pistole. Wenn wir die Pistole ablegen. Aber die brauchen wir 100 Pro noch für irgendwas. Taschenmesser. Brauchen wir eigentlich auch. Ein Granatwerfer. Ein selbstgebauter Granatwerfer kann verschiedene Arten von Munition verwenden. Kann verschiedene Arten von Munition verwenden. Das gefällt mir sehr gut. Kann der auch... Was kann der denn für verschiedene Arten? Der kann aber nicht hier, ne? Ein aus Gerümpel selbstgebauter Flammenwerfer. Authentisch. Okay, ganz kurz. Ich packe mal den Flammenwerfer ganz kurz rein. Wir werden ihn gleich wieder rausnehmen. Ich will nämlich nur mal kurz gucken, wie sieht denn der Granatwerfer aus? Kann man den irgendwo auf die 4 legen? Ja. Das so sieht der aus. Ich will ihn auf keinen Fall aus Versehen benutzen. So, dann hätten wir den da. Boah. Schön. So sieht der also aus. Der hilft doch bestimmt super gegen Oma. Der hilft doch super gegen Oma. Also entweder der Flammenwerfer oder das Ding hier. Eins von beiden hilft auf jeden Fall super gegen Oma. Ich weiß noch nicht genau was. So, wir haben erstmal 4 freie Inventarplätze. Wir holen erstmal genau da. Bevor mir hier irgendwas explodiert, hole ich erstmal kurz den restlichen Krempel aus dem Krähenzimmer. Granatwerfer, wie geil. Nein. Weniger Faxen machen, mehr konzentrieren bitte. Hier ist. Einfach gar nicht. Achso, ich dachte. Ja, schade, ich dachte, ich kann jetzt hinkriechen. Wir haben so einen Geheimgang entdeckt, das wäre natürlich noch geiler. Aber leider. Alles, was wir hier decken, ist ein Schleimgang. So, hier waren die Maden drin. Da waren noch ein paar Vögelchen. Auf der Toilette haben wir da irgendwas übersehen? Nee, ne? Ne. So. Gut, Festbrennstoff. Sehr, sehr gut. Dann hier nochmal Flammengranaten. Auch die sehr, sehr gut. Kann ich ja nicht gleich nachladen, oder hat er nur... Der hat nur eine Füllmenge von 1, ne? Ja. Ich glaube, der hat eine Füllmenge von 1, also... Granatwerfer schön und gut, aber viel Muni hat er jetzt nicht besonders. Gut, die kriegen wir auch nicht kaputt. Das war es hier schon, vor allen Dingen. Das war es hier schon. Ich bin sehr enttäuscht. Mehr gibt's hier nicht. Ich bin sehr enttäuscht. Nur ein Granatwerfer, also bitte, den kann ich mir auch selber basteln, aus weggeworfenen Teilen. So, eine Menge Dünger. Hier vielleicht... Ah, starke flüssige Chemikalie, da haben wir noch was. Umschauen lohnt sich also doch immer. So, apropos umschauen. Weg damit. Wir machen hier einfach so viele Scherben, dass die immer da reintreten und dann gewinnen wir das Spiel dadurch, dass sie verbluten. So machen wir's. Achso, hier haben wir schon. Da kann ich nichts machen. Dann schleiche ich nochmal ganz kurz umher. Einfach nochmal gucken, ob wir sowas übersehen haben. Hier nichts. So, hier hinterm Stuhl, unterm Tisch ist auch nichts. Da komme ich nicht mehr durch. Nur mal kurz schauen nochmal. Hier ist das Ding. Hier vielleicht irgendwas noch drin. Nein, hier war Schießpulver. Das haben wir ja jetzt. Okay, im Waschbecken auch nichts, auch nichts. Dieser Raum sieht immer so aus, als würde sich hier irgendwo irgendwas verbergen. Mann. Okay, wir haben einen schnieken Granatwerfer. Mit dem sollten wir bald mal wieder zur Mutti gehen. Die Granatwerfer-Muni nimmt auch einen Inventarplatz weg, ne? Ja klar, Flammengranaten. Und Festbrennstoff. Den Festbrennstoff können wir theoretisch, aber wir haben keine normale Chemikalie, ne? Was war das denn? Hä? Hab ich gerade irgendwo ein F gesehen? Vielleicht bilde ich mir irgendwo ein. So. Gut, dann würde ich sagen, die Kurbel würde ich gerne aus der Hand legen. Ich glaube nicht, dass wir die Kurbel so schnell wieder brauchen. Aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum wir die noch im Inventar haben. Den Granatwerfer packe ich auch erstmal wieder rein.
und nehme den Flammenwerfer raus, denn den Granatwerfer, ich weiß nicht genau, ob wir den jetzt momentan haben sollten. Obwohl eigentlich schon mit dem Krähenschlüssel, ja. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, dass wir den einfach geholt haben. Ich nehme aber erstmal den Brenner. So, Festbrennstoff haben wir auch noch. Und eine harte Chemikalie haben wir, glaube ich, auch noch unten. Können wir mit der Dingens-Chemikalie... Damit können wir doch bestimmt was kombinieren, ne? Also hier, Dingens. Festbrennstoff. Ach so. Ja, gut. Flammengranaten könnten wir uns damit machen. Vielleicht machen wir das einfach mal. Machen wir uns Flammengranaten. Was soll der Geiz? Festbrennstoff. So. Nur ein? Das ist aber enttäuschend. Schießpulver hätten wir auch noch und Kräuter hatten wir, glaube ich, auch noch, ne? Aber dafür brauchen wir normales Zeug. So, warte. Kombinieren. Ich denke mal, dagegen hat niemand was. Zwei Stück gleich. Oder war das noch von vorher? Nee, jetzt haben wir drei. Drei Flammengranaten übrig. Die lagere ich aber erstmal ein. Feuer haben wir jetzt da. Lalala. 1, 2, 3, 4 Inventarplätze. Die Kurbel, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob wir die jetzt momentan brauchen werden. Ich speichere mal wieder im Wohnwagen. Da müssen wir nicht, hier müssen wir wirklich nicht speichern. Ich wollte nur das Krähenzimmer absuchen. Und als nächstes gehen wir bei der Mutti rein. Halt, gehen wir mal hier die Abkürzung. Hallo? Toll. Hallo, hallo. Ich habe das Gefühl, der lädt hier immer nach, aber das verläuft irgendwie sehr unglücklich. Merkst du das, diese Lagspikes? Wenn wir jetzt da rauskommen und jetzt, wenn wir wieder hier rauskommen, ich kann mir vorstellen, dass er gleich wieder nachlädt hier. Ja, siehst du? Ich glaube, der lädt hier immer nach, diese Areale, diese verschiedenen. Einmal im Haus, einmal hinter dem Haus oder so, keine Ahnung. Und gleich nochmal, wenn wir wieder zurück ins alte Haus gehen, lädt er wahrscheinlich auch wieder nach. Jetzt lädt er hier wieder nach. Ach, guck mal da. So, hier ist sonst aber nichts, ne? Ich frage mich, wie viele von den Wackelpuppen wir schon übersehen haben. So. Dann speichern wir mal. Da. So, dann nutze ich die Gelegenheit. Ich speichere einmal und dann gehe ich auch mal ganz kurz pinkeln. Dann sehen wir uns. Ich sollte das nicht sagen, ne? Ich sollte einfach sagen, ich bin sofort wieder da. Too much information. Bis gleich, moin. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Einen Tag später. Ich wollte kurz pinkeln gehen und habe Resident Evil irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe mich oben festgequatscht. Wir haben auch gerade Besuch. Und ja, da habe ich Resident Evil einfach die ganze Nacht überlaufen lassen. Habe jetzt ungefähr 26 Stunden Spielzeit auf dem Steam-Account. Ich habe schon mal offen gelassen. Ja, shit happens, shit happens. Und ich habe einen Pickel bekommen. Guck mal hier, Nachwuchs. Das ist Nachwuchs. Pickelrange. So, jedenfalls, ich habe keine Ahnung. Alter, ich bin 1000 Jahre alt und krieg immer noch, ich weiß nicht warum. Es müssen die Hormone sein, wird bald wieder Frühling. So, ich hoffe, es eiert nicht allzu sehr. Guck mal, hier habe ich eine Flasche zerdeppert, jetzt kurz vor der Aufnahme noch, weil ich nur gucken wollte, ob es hier ruckelt. Und bin dann trotzdem mal rausgegangen, nochmal kurz auf Twitter gegangen. Ja, es ruckelt wieder. Wenn man raus alt-tappt und dann wieder rein alt-tappt, dann lädt der offenbar nochmal alles neu. Ich schaue mich nochmal ganz kurz eben um, wenn es ruckelt, es wird gleich wieder aufhören, hoffe ich zumindest, sonst muss ich neu starten oder vielleicht muss ich Chrome ausmachen, ich bin mir nicht sicher, Chrome macht bei Minecraft Probleme, hier offenbar auch, ich weiß es nicht genau. Sonst habe ich momentan nur Chrome offen, alles andere habe ich geschlossen. So, wenn es hier weiter ruckelt, dann bin ich gleich wieder da, dann fangen wir nochmal neu an. Also Resident Evil fangen wir nochmal komplett neu an. So, guck mal, hier geht's irgendwie so hoch da nach oben, ne, auch noch zum Haus rein irgendwie. Da geht's zum Haus rein. Hier unten ist nichts. Hier ist der Rasenmäher. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Und hier. Pillen. Was sind das für Pillen? Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zu Arznei verarbeitet werden. Was? Ah, Pillen und flüssige Chemikalien. Ja, das brauchen wir wirklich gar nicht. Also wir finden ja auch so alles. Leute schreiben die Kommentare voll, wie gut sie es finden, dass ich wirklich nie etwas übersehe, dass ich alles sofort checke. Dass man generell immer, wenn ein neues Spiel draußen ist, muss man natürlich sofort alles in der Nanosekunde checken, wo es auf dem Bildschirm erscheint.
Es geht gar nicht anders. Denn wir alle sind hier einfach, wir sind Übermenschen. Ich bin sehr froh, dass nur Übermenschen hier gucken. Liebe Übermenschen, ganz liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, dass die Elite der Welt sich hier einfindet. So. Gut, ich gehe nochmal ganz kurz rüber zu Mutti. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe jetzt den Flammenwerfer wieder aktiviert. Okay, das finde ich sehr gut. Halte ich für eine gar nicht mal so schlechte Idee. Ich weiß nämlich nicht, ob der Granatwerfer nicht vielleicht ein bisschen übertrieben ist. So, und bei Mutti müssen wir jetzt in ihr Zimmerchen, in ihr Stübli. So, hier könnt ihr vielleicht nochmal ruckeln, weil er nachlädt. Ich weiß nicht genau. Wir gehen mal, ich glaube, jetzt Schluss mit lustig, denn ich glaube... Warte. Hier war sonst nichts, ne? Ich gehe nochmal ganz kurz vorsichtshalber gucken. Ne, hier war nichts. Das Problem ist nämlich, wenn wir bei Mutti in Stübli gehen... Wir haben hier extra dieses Ding hier hochgeklappt. Trotzdem habe ich eine leise Befürchtung. Hier hinten war sonst auch nichts. Ne, wir konnten da runtergehen, sonst war hier aber nichts. Okay. Oh Gott. Ich habe Angst vor dieser Tür hier. Das ist das Problem. Es ist natürlich eine Krähentür. Ja, du darfst hier nicht rein! Ich will da noch gar nicht rein! Au, 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 nein, 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 nicht abstürzen! Okay, oh, oh. Du kleiner Schwanzlutscher! Jetzt wird's richtig ernst! Ist schön, meine Hüften! Gott erlaubt! Dass wir den Flammenwerfer mit dabei haben. Du wirst in diesem Loch sterben und es wird dir gefallen. Ich hab die Schnauze voll von dir, junger Mann. Gut, dass es mir gefällt, dann lege ich mein Veto ein. Ich sollte die Dinger lieber das abballern, ne? Davon, die Nase in Orte zu stecken, an denen du nichts verloren hast. Das sagt ihrem Mann auch immer. Weg! Aua! Meine Baby! Oh fuck! Ah, vier! Mann, mach die vier! Oh, hab ich mich erschrocken gerade! Mann, mach die andere Munition, Junge! Oh, das gibt's doch nicht! Okay, ich muss das nochmal besser vorbereiten. Ich glaube, es bringt gar nichts, wenn wir das hier machen. Ja, Alter, jetzt mach schnell! Okay, ich lade das nochmal. Das läuft einfach doof. Ich komme nicht dazu, die Muni zu wechseln. Ah, oh, wie ärgerlich. Boah, ich muss da vorbereitet reingehen. Ich hasse die Alte, ich hasse die Alte. Okay, F weiter. Wir sind jetzt wieder hier. Gut, dass die Tür dazu geht. Oh, warte mal, die Flaschen sind wieder heile. Das kann ich so nicht gut heißen. Wir holen uns mal ganz kurz die Pillen. Alter. Wie blöd. Der hat gerade einfach nicht die Munition gewechselt. Ich habe immer G gedrückt, aber der wollte die Munition einfach nicht wechseln. Ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich wurden wir immer unterbrochen dabei. Das heißt, ich muss die vorher schon wechseln. Und ich weiß auch nicht genau, mit der Shotgun auf die Entfernung zu ziehen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich hau jetzt mal ganz kurz das Ding, hau ich mal eben da rein. Ich glaube, das brauchen wir so schnell nicht wieder. Die Pillen hau ich mal ganz kurz auch da rein und dann speichere ich eben nochmal ganz kurz. So, zack. Gut, dann schauen wir ganz kurz. Granatenwerfer lassen wir liegen. Ich glaube, den brauchen wir bei der alten nicht, oder? So, wir hatten nur 3 Schuss. Das war natürlich ein bisschen blöd. 3 von den guten Schuss. Warte mal, haben wir nicht noch, ganz kurz, bevor wir jetzt wieder runterspringen, die guten Schuss sind vielleicht gar nicht mal so schäbig. Haben wir noch, sehr teure Chemikalien? Habe ich davon noch was? Eine starke flüssige Chemikalie, die mache ich mal ganz kurz hier. Und dann schauen wir mal eben, ob wir damit nicht noch super Muni herstellen können. Wo war die denn?
Munition für Standardpistolen, Schießpulver brauchen wir dafür, das wollte ich nicht machen. Ich wollte, was ist das hier? Nervengiftgranaten. Munition für die Granatwerfer enthalten ein starkes Gift, das sich auf das Nervensystem auswirkt. Oh! Und verbesserte Pistolenmunition, dafür brauchen wir auch Schießpulver. Müssten wir. Haben wir denn Schießpulver noch da? Schießpulver, 3. Okay. So, ganz kurz ausklappen. Dann machen wir eben verbesserte Pistolenmunition. Hier. So. Und dann hauen wir das Schießpulver wieder zurück in eine Kiste. Wir haben 3x Heal, dann haben wir 29 davon und wir haben 10 verbesserte. Die sollten wir theoretisch hier nachladen können. Achso, haben wir schon 10 haben wir schon reingeladen. So, ich hoffe, das hilft. Ich speichere dann mal ganz kurz. Zum Dachboden gehen. Hier kann man übrigens genau das Datum verfolgen. 29.01. Das alte Haus nach dem Serum durchsuchen. Kann heute nicht so lange aufnehmen, weil gleich Minecraft-Stream ist. Aber ich wollte unbedingt noch ein bisschen. Und hatte vergessen, Resident Evil zu schließen. Alter, die Alte macht mich fertig. So, wir haben jetzt damit 10 Schuss. Wir haben das auf der 4. Ganz kurz nochmal aufladen. Die 3 müssen wir, die 3 können wir auch mal reloaden. Die werden wir da hoffentlich nicht brauchen. Ansonsten haben wir die 2, mit der können wir die Fliegen, ich würde die Fliegen vielleicht mit dem Messer wegmachen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wo war denn die Grube eigentlich? Guck mal, hier ist ja halt überall Wasser, ich weiß gar nicht, wo die Grube da war. Ach, die war hier, verstehe. Wäre geil, wenn man hier Tretminen hinlegen könnte für die Alte, aber leider. Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein! Schon wieder! Ich hab mich wieder erschrocken, ich wollte die Tür aufmachen gerade! Die! Mit der Metze! Mit ihren widerlichen Stützstrümpfen! Da ist eine Leiter, wieso komme ich eigentlich nicht hoch? Kann ich jetzt nicht direkt hoch? Okay, du kleiner Schwanzlutscher! Jetzt wird's richtig ernst! Oh nein, kann ich nicht! Irgendwo hin, Mister! Das war eine Scheiße! Wieso leben die denn noch? Du denkst, du kannst einfach reintrampeln und dich an meine Familie vergreifen? Schnell hier raus aus der Pampe. Die Lampe. Sie gehört mir, meine Lampe. Die Lampe ist also das, womit sie die ganze Zeit die Fliegen anlockt. Wie viel haben wir jetzt noch? Okay, ein bisschen. Da ist immer noch. Das lief besser als beim letzten Mal. Das ging jetzt doch relativ zügig. Oh, Alter. Also einfach in die Alte ein paar Schüsse reinsemmeln. Das heißt noch nicht, dass es vorbei ist. Oh nein, wir kommen zu der Kleinen. Was zum? Target acquired? Ein Kackwurstbaby. Was ist das? Betreffend des Seri-Serums. Den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. Gehirnnerv, peripherer Nerv. Was? Ich glaube, das ist es. Aber warum? Das lebt noch. Ich will es adoptieren. Ich will es in meinem Busen nähren. Okay. Hier. Oh, ein Baseball. Nimm den Baseballschläger. Nimm den fucking Baseballschläger, bevor den jemand anders nimmt, vor allen Dingen. Nimm den Baseballschläger. Warum? Oh, Alter, leck mich am Arsch, Zoe. Ich hab doch... hier ist doch... Mann, ich kann jetzt gerade nicht. Hier hängen lauter Puppen rum, das macht mich nervös.
So, nochmal ganz kurz wieder Munition wechseln. Zoe, what is am happening? Was? Hä? Hä? Wieso hat sie aufgelegt? Dir zweimal klingeln lassen, hat sie aufgelegt. Warum? Jetzt sag halt an, was los ist. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ja, ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Das klingt alles so falsch. Und vor allen Dingen, wieso vertraut er der Suite? Na gut, er weiß wahrscheinlich sonst nicht, wem er vertrauen soll. Das sind die Puppen aus der Demo. Das sind die Puppen, die in der Resident Evil 7 Demo über einer Decke hingen, in einem Räumchen. Dann haben die also doch noch, spielen die doch noch eine Rolle. Yeah, Brennerkraftstoff, sehr gut. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat, ist das vielleicht die Oma? Ist das vielleicht die Oma? 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay, wir werden mal ein bisschen rumgraben an der Glückseligkeit. Schon wieder so ein komisches Cap. Warum sind hier so viele Caps? Ich dachte, ich kann ja Klavier spielen. Das geht offenbar nicht. Sonst haben wir hier nichts. Da ist die Puppe, da den Dingens haben wir auch schon geöffnet. Ich dachte, ich kann am Klavier rumdümpeln, aber es geht vielleicht auch zum Glück nicht. Haben wir wieder Insekten? Das ist ein Nachtfalter. Und da fehlt die andere Lampe. Das ist, glaube ich, die Lampe, die sie hat, oder? Ich erwarte jetzt jeden Augenblick hier wieder irgendwo so einen Jumpscare. Ach, die Gemütze! Ich merke mir die Münze ein. Ich muss immer daran denken. So. Hier kommt doch 100 pro noch die andere Lampe hin. 100 pro, die Lampe von Oma. Was ist hier am happenen? Was bist du für eine Tür? Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn wir hier die Lampe... Okay, dann öffnet sich die Tür. Wenn wir hier die Lampe finden, öffnet sich hier die Tür. Das geht anders nicht. Die Frage ist nur, ist die Lampe noch in der Grube bei Mutti? Und dann ist die andere Frage natürlich noch, ist Mutti in der Grube bei der Lampe? Hier wäre noch eine Lampe, aber die kann man natürlich nicht nehmen. Mein Erstgeborenes, ich war so stolz drauf, da habe ich es gleich im Koffer gelegt und für immer behalten.
Nur ganz kurz. Hier noch was vergessen? Nein, aber... Uah. Okay, wir zwängen uns nochmal ganz kurz zum Safe Room. Bevor ich da jetzt hinterher gehe, ich habe keine Ahnung, was das für ein Arm war. Ich will es gar nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Ich will es nicht rausfinden, wie wir jetzt gleich erfahren. Ich speichere vorher nochmal. So. Ich weiß, es gibt Safe Points an bestimmten Stellen. Ich weiß allerdings nicht, wo diese Stellen sind. Ich weiß es nicht, wenn wir in die Grube hinterher steigen, ob wir dann wirklich einen Safe Point haben. Das kann ich nicht sagen, deswegen speichere ich lieber nochmal manuell. Manuel. Und wir können gerade nochmal was ablegen. Was haben wir gerade noch gefunden? Was war das nochmal? Was war das? Ah, nee. Brennstoff und eine antike Münze. Okay. Die antike Münze, wie viel haben wir jetzt eigentlich für Münzen? 3. Wir brauchen also noch mehr. So, speichern. Neue Speicherleitung. So. PC bitte nicht ausschalten. Also du auch nicht. Bitte nicht machen. So. Dann wollen wir mal hinterher stiefeln. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Oh, hier sind gar keine Fliegen mehr. So. Okay, wir sparen keine Zeit, wenn wir hier rumlaufen. Ich dachte gerade, wir würden Zeit sparen, aber... Achso, hier ist das Wasser. Oh Gott, die Oma lebt also noch. Ich wusste, die ist viel zu einfach... Die ist viel zu einfach down. Das war definitiv viel, viel, viel zu einfach. Ich gehe mal die Leiter runter. Wir müssen jetzt nicht runterspringen. Ich muss mal gucken. Komm mal die Leiter runter. Teufel! Das ist neu! Go tell Aunt Rhodey. Go tell Aunt Rhodey. Go tell Aunt Rhodey that everybody's dead. Raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. She's done.